Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, heute wieder Mediabook Unboxing und zwar zu dem Film Hanabi. Und los geht's an dem Intro. Viel Spaß! Ja, heute hier wieder Mediabook Unboxing. Ich habe schon mehr in letzter Zeit immer viel mehr Mediabooks, aber die waren wieder gut im Angebot hier für knapp 10 Euro dieses Mediabook bekommen hier. Der Film Hanabi, Feuerblume von, Takeshi Kitano. Der macht ja immer meistens mal so Yakuza-mäßige Filme. Ja, sehr, sehr cool, sehr, sehr geile Filme sind das eigentlich immer. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich den überhaupt schon mal gesehen habe. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, wir haben hier wieder von Caplite ein sehr, sehr schönes Mediabook. 3er Disc Limited Collectors Edition, 2 Blu-rays, eine DVD. Wir haben sogar noch einen Bonusfilm dabei. Kids Return auf Blu-ray, wie gesagt, den Film auf Blu-ray und auf DVD. Schauen wir uns, wie gesagt, das Mediabook mal an. Ah. So, hier wieder ein Deckblatt haben wir hier, wie es bei Caplite eigentlich immer so üblich ist, dass der FSK 16 Flatschen nicht da drauf ist. Ja, dann haben wir hier wirklich, wow, ein sehr, sehr geiles Cover, muss man ganz ehrlich sagen. Das sieht richtig, richtig geil aus. Man sieht, diese Blume ist in Hochglanz gehalten, diese Feuerblume, sehr, sehr geil. Sehr, sehr cooles Motiv, gefällt mir sehr gut. Die Rückseite haben wir dann die Credits, das ist nicht so schön, aber ja, wie gesagt, haben wir die ganzen Informationen drauf zu stehen zu diesem Film. Dann hier das Spine. Hanabi steht ja auch so ein bisschen in, naja, Hochglanz würde ich jetzt nicht sagen. Sehr, sehr gut. Öffnen wir das Ganze. Dann haben wir hier noch ein bisschen Werbung drin. Und hier halt die Disc dazu. Auch sehr cool gemacht mit diesem Rand, der dann dort hinter weitergeht. Einmal die Blu-ray und einmal die DVD. Schauen wir mal kurz, ob irgendwas dahinter ist. Nein, das ist eigentlich bloß dieser Rand, der auf der Disc ist. Geht dort weiter. Sehr, sehr cool gemacht. Auf der Rückseite haben wir denn hier den Bonusfilm Kids Return. Ja, wir haben ein 24-seitiges Booklet dazu. Blättermaß spiegelt hier so ein bisschen. Ja, wieder in sehr guter Qualität dieses Media, dieses Booklet, sage ich mal. Vom Druck her. Ja, man muss sagen, Caplite, das haben sie halt einfach drauf, ja. So Mediabooks. Jo, das war das Mediabook. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ich bin nicht hundertprozentig sicher, ob ich den Film schon gesehen habe. Es kann sein, dass ich den schon gesehen habe, aber die Filme von Takeshi Kitano sind eigentlich immer sehr, sehr gut. Und ja, ich freue mich drauf, mir den anzuschauen. Und ja, schreibt in den Kommentaren, wie ihr so von Caplite eigentlich die Mediabooks findet. Also wie gesagt, das hier ist auch schon wieder sehr, sehr geil von der Qualität her. Und vom Preis vor allen Dingen immer, muss man sagen. Ja, die kosten ja meistens, wenn sie neu sind, sage ich mal so 20, 23, so, also meist nicht mehr als 25 Euro. Und wie gesagt, jetzt hier kriegt man sie teilweise dann für 10 Euro. Und ja, top. Einfach nur top, ja. In diesem Sinne soll es das gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.